Leute, ihr seht's richtig, es geht wieder los mit der PES19 Trainerkarriere mit dem FC Bayern München. Ich habe lange Zeit keine Videos dazu bringen können, weil meine Festplatte kaputt gegangen ist und diese zwei Folgen, die heutige und die, die die nächsten Tage dann auch noch kommen wird, waren auf der Festplatte und ich konnte natürlich die vier Spiele, die es dann im Endeffekt sind, nicht einfach überspringen und dann weitermachen, sondern ich wollte warten, bis meine Festplatte wieder repariert ist und diese vier Spiele euch zeigen und dann wieder von neuem aufnehmen. Deswegen gab es jetzt eine kleine Pause. Jetzt ist meine Festplatte wieder da. Jetzt zeige ich euch diese vier Spiele. Heute eben zwei in der heutigen Folge und dann nächste Folge natürlich wieder zwei. Ganz normal gewohnt. Die Playlist trotzdem rechts oben beim i verlinkt. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange rum. Ich habe in der letzten Folge, also in der Folge 13, eine kleine Story eingebaut. Es war jetzt keine große Story, aber ich habe den Mannschaftsbus-Simulator vom Fernbus, den Mannschaftsbus-Simulator, das DLC, ein bisschen mit eingebracht und habe da eben die Fahrt gezeigt, wie wir uns von München eben dann zum Gaststadion bewegen oder in unser eigenes Stadion dann reingehen, zusammen mit den Spielern. Das war eigentlich eine ganz coole Idee und kann man auch mal wieder umsetzen, allerdings durch diese Sache jetzt mit meiner Festplatte. Ich habe dieses Video vor mehr als einem Monat aufgenommen und das bringt alles ein bisschen durcheinander. Ich würde die nächsten Folgen einfach mal wieder ohne diese Story machen, weil es einfach ein bisschen schneller geht zum Aufnehmen und zum Schneiden. Und ja, ich will die Saison einfach rumbekommen und nicht mitten in der Hälfte der Saison dann abbrechen, nur um die Story dann eben noch mit reinzubringen, weil eben dann schon PES 20 rauskommt. Nein, ich möchte einfach zu PES 20 dann vielleicht eine Story machen, sogar eine größere Story in der Spielerstürmerkarriere, die wir ja jetzt auch angefangen haben. Rechts oben beim i das Video verlinkt. Ich habe nämlich eine Spielerstürmerkarriere mit Lewandowski angefangen, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Unbedingt da vorbeischauen und da werde ich dann zu PES 20 in dieser Spielerkarriere eine Story mit einbauen, aber jetzt hier in der Trainerkarriere leider nicht mehr. So viel zu dem Thema, jetzt wie gesagt nicht mehr lang schnacken und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Ja, die Mannschaft des Monats der Bundesliga wurde bekannt gegeben, darunter zwei Bayern-Spieler, das sind Lewandowski, der es wirklich absolut verdient hat, und Thomas Müller, was mich ein bisschen wundert, aber habe ich nichts dagegen. So, Transferfenster öffnet, wow! So Leute, da gibt es direkt Neuigkeiten, gute Neuigkeiten, einige neue Spieler sind der Jugendmannschaft beigetreten, das ist egal, dann drei neue Spieler sind unserem Kader beigetreten. Ich weiß nicht, euch ist es scheinbar nicht aufgefallen. Und ich weiß nicht, ob es euch auffallen hätte können, aber ich habe das ziemlich geheim gehalten. Ich habe mich nämlich schon ein bisschen umgeschaut nach ein paar Spielern und habe drei Spieler schon gekauft. Ich habe immer noch zwei Spieler, die meine Bedingungen akzeptiert haben. Zwei Spieler, die ich noch kaufen will, die aber einfach zu teuer sind für den Verein, weil die drei Spieler, die ich gekauft habe, für die habe ich richtig Geld investiert. Ich bin gespannt, wie ihr das findet, wie ihr die findet, die Spieler und so, aber ich habe mich schon vorher schlau gemacht und die schon mal gekauft gehabt und jetzt können sie endlich zu unserem Verein rüberkommen. Ich habe schon ewig drauf gewartet, Leute, ihr glaubt es nicht, aber ich freue mich so auf diese Transferphase. Und dann steht da, wir sollen noch mit Lewandowski über einen neuen Vertrag reden, denn vielleicht sind andere Vereine dazu bereit, seine volle Ablösesumme zu zahlen und sich ihn unter den Nagel zu reißen. Das wollen wir natürlich absolut gar nicht. So, das ist nämlich unser Transferbudget, nur noch 9,7 Millionen. So Leute, jetzt stelle ich euch die Spieler vor, die unserem Verein beigetreten sind. Drei an der Zahl sind es. Einen habe ich gekauft, die anderen habe ich ausgeliehen. Und zwar ihn hier habe ich gekauft. Toni Kroos ist wieder zurück. Der hat ja auch mal bei Bayern gespielt, war jetzt eine Zeit lang bei Real Madrid. Und ich dachte mir, fürs Mittelfeld kann man sich nochmal so einen Hochkaräter holen. Und dann haben wir uns noch zwei Laien geholt. Zwei Leute, die wir ausgeliehen haben. Einer, der ist so, so wichtig. Gareth Bale. Oh mein Gott, so krank. 88er Rating, besser als Robben. Ich habe jetzt Leroy Sané. Richtig, richtig krass. Toni Kroos, Leroy Sané und Bale sind unsere Neuzugänge. Wahnsinn, das wird richtig, richtig cool. Lewandowski immer noch verletzt. Und das ist natürlich genau so ein Punkt jetzt, so ein Zeitpunkt, was natürlich ziemlich schade ist. Aber
dann machen wir es doch gleich mal so. Machen wir es doch gleich mal so, wie es hier vorgeschlagen ist. Und lassen Bale einfach mal im Sturm. Mit einer 85 im Sturm ist der auch ziemlich gut. Und Sané direkt hier mit reingepackt auf dem linken Flügel. Und Toni Kroos hier auch direkt reingepackt neben Thiago. Ja, Bale wird erstmal umgehauen. Nice. Der spielt 5 Minuten in der Bundesliga. Und ein Bremen-Spieler haut ihn erstmal um. Oh! Yes, Mann! Da ist er, der Toni! Ja! Wir haben ein paar neue Gesichter bei Bayern. Wie findet ihr das? Ich finde das super. Wenn das einer vom Bayern-Vorstand sieht, dieses Video, kauft euch in echt bitte auch Toni Kroos, Sané und Bale. In echt kosten die natürlich ein bisschen mehr als hier, aber man kann ihn auch ausleihen, wie James Rodriguez. Das war auch eine Laie oder ist eine Laie. Ja, da haut Toni Kroos, Deckmann, Weitschuss-Tor raus. Das finde ich gut. Das finde ich ziemlich gut. Wow. Als ob. Dachte, ich hätte ihn schon gestoppt und auf einmal haut er einen Schuss raus. Nein, Robben! Mann, den musst du machen. Ich meine, ich nehm's ihm jetzt nicht übel, weil wir sind bisher richtig, richtig gut. Aber eigentlich deswegen muss ich es ihm übel nehmen. Weil für dieses gute Spielen müssen wir uns eigentlich belohnen. Weil das passiert, wenn wir uns nicht für dieses gute Spielen belohnen. Kruse 1:1. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Du kannst es nicht verteidigen. Es geht nicht. Es ist unmöglich. Ah, ist das nervig. Fuck off, echt. Er kommt durch. Und das ist das Tor. Das gibt's nicht. Bremen führt. Der Schwierigkeitsgrad ist zu hoch, meiner Meinung nach. Also, er ist... Der andere ist zu niedrig, der eine ist so hoch. Wir haben zwar 7:1 gegen Augsburg gewonnen und ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben. Aber ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance gegen die. Gegen Bremen. Ich renne da mit Boateng rein und er schnappt mir den Ball trotzdem wieder weg und ich kann nichts dagegen machen. Was heißt keine Chance? Ich spiele trotzdem ganz gut, aber ich vergebe viele Chancen. Der Torwart von denen, der ist einfach so heftig. Der hält einfach alles. Neuer hält nichts und die machen gefühlt jede Chance direkt instant rein. Das ist natürlich absolut scheiße. Oh, Bale mit der ersten Chance für den FC Bayern. Ja, Mann, Robben. Gibt's doch nicht hier. Kann doch nicht sein. Also der andere Schwierigkeitsgrad ist so einfach und der hier ist so ein ganz kleines bisschen zu schwer. Dafür muss ich einfach mehr üben und wenn ich mehr übe, dann werde ich auch besser und dann passt der Schwierigkeitsgrad schon. Jetzt haben wir ja krasse Spieler. Boah, Bale wird nur umgehauen. Hat er fast noch geschafft, da ranzukommen, der Frecke. So, 2:2 zur Halbzeit. Ja, besser sind wir nicht unbedingt. Weniger Pässe, weniger Ballbesitz, mehr Chancen. Gleich viele Tore. Ja, 2:2, mal gucken, wie es weitergeht. Ja, Mann, Bale mit dem ersten Tor für die Münchner. Yes. Mann, Bremen, Alter, kann doch nicht sein. Die nerven mich langsam. Ja, das war schön von Bale und da hat er mit rechts richtig einen rausgehauen. 3:2. Endlich mal die Führung hier wieder für uns. Oh, Bale. Oh, Bale. Oh, Bale. Oh, Bale. Mit links sogar. Ne. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Der hat wieder richtig Tempo angezogen. Hat richtig Gas gegeben und hat ihn auf seinem linken Fuß. Und dann haut er ihn daneben. Nice. Dann macht's, komm an. Eingewechselt für Robben. 4:2. Kingsley, komm an. Führung ausgebaut. Schon mal gut. Kann gerne noch weiter ausgebaut werden.
Der lief da so schön und dann hat er sich auch noch durchgesetzt und dann hat er auch noch reingemacht. Er hat ihn auch auf seinem rechten. Passt die Sache. Sauber. Komm, Sané, du hast deins noch nicht gemacht. Du hast deins noch nicht gemacht, aber unten steht Coman und das ist dann doch die bessere Option vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber jetzt James Rodriguez abgefälscht. Gibt's doch nicht. Darf doch nicht wahr sein. Bale. Bale. Und er wird wieder gefoult, Alter. Ohne Spaß. Was wollt ihr eigentlich von mir? Ganz ehrlich, ist nicht euer Ernst, oder? So, Toni Kroos. Ich glaube, ich habe noch keinen Freistoß in PES 19 reingemacht. Toni Kroos in die Mauer. So ein Scheiß, ohne Spaß. Boah, Pfosten von James Rodriguez. Nein, oh, das war eh abseits. Bale ist wieder durch. Und jetzt wieder auf dem linken Schlappen diesmal auch den rein. Yes, 2:5, Doppelpack in seinem ersten Bundesligaspiel. Jawohl, direkt eingelebt, als hätte er schon immer da gespielt. Das ist nice. Boah, Toni Kroos nochmal einen rausgehauen. Rastet er richtig aus. Oh, Sané hat noch kein Tor gemacht. Toni Kroos hat mit seinem zweiten Schuss, glaube ich, also hat den Freistoß gemacht und nach dem Freistoß direkt das Tor. Oh, Coman! Bale! Und dann kommt James Rodriguez, abgefälscht, scheiße. Okay, das war's. 2:5 geht in Ordnung. Bale hat zwei Tore gemacht. Kroos ein Tor. Und wir haben gegen Bremen gewinnen können. So, und damit sind wir Meister zur Saisonhälfte, stand da gerade. Oh! Toni Kroos, Alter! Was ist mit ihm? Geile Scheiße! Yes, Mann! Erstes Spiel für unsere neuen Zuhause. Hier in der Allianz Arena dürfen sie vor eigenem Publikum antreten. Sind natürlich Profis, ist ja jetzt nichts Krasses für die. Beide bei Real Madrid gespielt und einer bei Manchester City, also war ja schon heftig. Aber es ist natürlich immer was Cooles zum neuen Verein und so. Und ja, auf jeden Fall heftiges Tor von Toni Kroos. Der Typ ist einfach Longshot King und Pass King und krasser Typ einfach. Oh mein Gott! Was ist das? Also, ich weiß nicht, was hier los ist. Da viele, viele Lücken. Wir können richtig rennen. Das powert uns leider auch ein bisschen aus. Und dann machen wir die Dinger nicht rein. So, Toni Kroos hat in den letzten zwei Spielen, die er jetzt da ist, sehr, sehr früh immer den Führungstreffer gemacht, durch auch ein richtig schönes Weitschusstor. Zweimal, obwohl das jetzt in der heutigen Folge noch ein bisschen weiter und krasser war. Ah, der ist drin. Irgendwie, ich glaube, Müller war noch dran. Er zählt für Bale. Aber ich glaube, Müller war noch dran. Ich bin ziemlich weit reingezogen. Ja, aber hatte noch ein bisschen Hoffnung, dass ich es schaffe. Und habe ich ja dann letztendlich auch. Endlich, 2:0. Es wird Zeit. Und es ist verdient. Komm, ja. Das ist, Bale ist vom Feld gegangen. Dafür kommt Robben. Da ist plötzlich Lewandowski. Nein, es liegt natürlich nicht an Bale. Ich habe jetzt nur irgendwie sowas gelabert. Aber das war cool. Hier hat er nämlich schon so schön geschoben und ich dachte, das verwirrt den Torwart und den Verteidiger richtig hart. Aber sie haben es irgendwie noch verteidigt bekommen. Ne, Robben hat das gut gemacht. Dann auch der Schuss von James war eigentlich ganz gut, halt wieder geblockt. Und dann, naja, steht Lewandowski vorm leeren Tor und kann zum 3:0 einschieben und das ist mega gut und mega wichtig. Nice! Nein, oh mein Gott, er hat's verkackt. Wie kann man den denn nicht machen? Also wir haben schon ein paar daneben geballert, aber was die jetzt gemacht haben, also die eine Chance jetzt halt, nur die eine, auf die ist das jetzt bezogen, aber what the fuck. Ja,
Du brauchst eigentlich bei den Ecken gar nichts machen, sondern lässt sie einfach nach hinten abprallen und Kroos haut ihn schon irgendwie rein. Nein, so ist es natürlich nicht, weil wenn mal ein Kopfballtor reingehen würde, wäre ich darüber auch mega froh. Und solche Bälle von Kroos, die wird er nicht immer raushauen. Aber gegen Düsseldorf funktioniert es halt einfach. Er kann sie einfach. Und gegen Düsseldorf funktioniert es. Das war's von dem Spiel, das war's von der Folge. Zweimal Kroos, einmal Bale, einmal Lewandowski. Crazige Sache. Wie gesagt, schreibt rein, wie euch das gefällt, dass wir Toni Kroos, Leroy Sané und Gareth Bale jetzt hier bei Bayern München haben. Schreibt gerne rein, wie ihr das findet. Aber auf jeden Fall danke fürs Einschalten. Schaltet bei der nächsten Folge auch wieder mit ein. Bis dahin und ciao, ciao.